Wir kommen zum zweiten spielbaren Charakter. Quasi. Dies ist der Privatdetektiv Scott Shelby. Ein super cooler Charakter. Quasi. Lauren Winter, klingelst du da? Nein, eher nicht. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Sherlock Holmes, kann man so sehen. Er ist Privatdetektiv. Theoretisch könnten wir jetzt auch bei anderen klopfen, aber ja, komm, mach mal einfach mal Spaß. Spaßhalber einfach mal. Nö, da macht keiner auf. Das sind gerade welche aktiv, glaube ich. Ja. Lauren Winter. Tut mir leid, Kundennummer-Termin. Halt. Offenbar. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? $50 für 10 Minuten? Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Nein, ist sie nicht. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Das ist nur ein weiteres Opfer, also ein Opfer. Der erste war halt, dass sein Sohn gestorben ist. Durch den Autounfall. Und dann auf einmal plötzlich fing das alles an. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja... Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten.
Bezahlen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der am Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht den schon? Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Das Geld lasse ich da. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch auf! Kämpfen kann er auf jeden Fall. Quicktime-Events, ich liebe es. Eigentlich nicht, aber egal. Oh mein Gott. Wir sehen uns noch, Arschloch. Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos.
Mr. Shelby? Ja. Danke. Das war die Vorstellung des zweiten Charakters, den man jetzt quasi spielen kann. Es gibt Achievements wieder. Sehr gut. Und nun kommt der dritte Charakter. Jemand, der einen vielleicht ein wenig bekannt vorkommt, wenn man Detroit Become Human gespielt hat. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Video-Memo 1, Agent 470-23, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. So, wir suchen jetzt mal nach Spuren als FBI-Agent. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke. Ein Schimmerpolizist, auch sehr gut. Oh, da war ein Pass. Ja, schön, ins Wasser gelaufen. Ja, läuft. Da ist was. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab. Aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Hey, Sie da! Was machen Sie?
Lieutenant Blake? Agent Norman Jadin vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Auf Hauptquartier. Und kommen Sie, Jadin? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Nein, nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Fressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren von Mörder gibt, finden wir sie. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu! Hey, Jadin! Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Ja, Brille auf, Handschuhe dran und weiter geht's. Wir müssen noch ein paar Spuren finden. Da ist doch noch was. Du hast Spuren von den ganzen Leuten hier. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Komischer Typ, dieser Blake. Schien nicht allzu glücklich über meine Anwesenheit zu sein. Orchideenpollen. Das konnte der Mörder nicht kontrollieren. Kann man sie zur Quelle zurückverfolgen? AI-Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort.
Ein Kratzer vom Transport der Leiche. Hier könnten noch mehr Blutspuren sein. Viel zu viele Menschen hier. Sie zertrampeln den ganzen Tatort. In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen. Genau wie bei den anderen Opfern. Beeindruckend. Die einzigen AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Analyse bestätigt Blut von der Leiche. Die Fußabdrücke fallen an den Schienen an. Der Mörder kam von da. AI-Eintrag. Es gibt Blutspuren, und zwar am Zaun hinter den Bahnschienen. Sie stammen vom Opfer. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, super. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. So. Ich könnte mich jetzt hier noch länger aufhalten, aber ich glaube, ich habe alles. Wo ist der Blake? Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. So, damit haben wir jetzt offiziell den dritten Charakter kennengelernt. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Das ist übrigens damals aus der Demo, dieses Kapitel. War natürlich geil, dass sie mit so einem Kapitel dann auch noch eine Demo gemacht haben. Das war... Ah.
Ich habe damals die Demo gespielt, die Demo war total krass. Die hatte noch nicht so eine Grafik wie das Spiel in dem Fall. Der überfährt den ja! Alter, also, der fährt durch den durch, das war noch nie passiert. Super. Er fährt einfach durch den durch, wie gut, ey. Geil. Fährt einfach durch den durch, ey. Super.